Hallo, ganz herzlich willkommen auf der Meet 2022. Ich begrüße auch ganz herzlich das Team von Wagner Biro, Oliver Brück, Steve Gergen, Florian Oberlehner und Fabian Wichtel. Sie werden heute zum Thema Endanwenderinformationen in diversen Sicherheitsbereichen reden. Vielen Dank fürs Kommen, viel Vergnügen. Ja, von unserer Seite herzlichen Dank fürs Kommen, für die große Anteilnahme. Wir haben uns überlegt, weil wir wollten auch etwas zum Thema Sicherheit machen. Sicherheit ist bei der Wagner Biro immer ein groß angeschriebenes Thema und auch in der Normenarbeit sind wir sehr aktiv vertreten und haben in den vergangenen Jahren natürlich auch in der Normenentwicklung, in der CNTC 433, in der europäischen Normengruppe, wie als auch in den nationalen Spiegelgremien mitgearbeitet. Und da ist ein ganz interessantes Thema herausgekommen bei der Normentwicklung in der EN 17206, die ja 2020 veröffentlicht wurde. Und zwar gibt es da den sogenannten Anhang D, eine Endbenutzer-Informationstabelle oder wie die Norm genauer sagt, vom Hersteller bereitzustellende Endanwenderinformationen. Worum geht es da überhaupt? Das soll der Inhalt des heutigen Vortrags sein. Wir haben das zu viert aufbereitet, ganz einfach aus der Konstellation heraus, weil es verschiedene Aspekte gibt bei dieser Endbenutzerinformation, die wir betrachten wollen. Ich werde kurz erläutern, woher dieser Gedanke eigentlich kommt, was der Hintergrund ist dieser Tabelle. Der Fabian Wichtel wird dann das Thema Risikoanalyse und auch von der Risikoanalyse hin zur Sicherheitsanforderung gehen. Steve Gergen anschließend dass uns das Thema näher bringen, wie man die Sicherheitsfunktion dokumentiert, berechnet und evaluiert. Und der Florian dann zum Schluss hin die tatsächlichen Informationen, wo die kommen die her, die Berechnungen, die wir in der Endbenutzerinformationstabelle wiedergeben wollen. Was sagt der Anhang D eigentlich? Im Wortlaut steht da, der Hersteller muss Informationen zu den gegebenenfalls implementierten Sicherheitsfunktionen bereitstellen. Das ist mal der eine Teil, der da relevant ist. Diese Informationen beinhalten im Wesentlichen Verzögerungswerte, Beschleunigungen, Bremsstrecken, Reaktionszeiten. Und was auch noch interessant ist, diese Informationen, da gibt es zwei Möglichkeiten, das haben wir im Normenentwurf auch lange diskutiert, wie ist das praktikabel lösbar, diese Informationen zu beschaffen, die wir dem Endbenutzer übergeben wollen, und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass es da zwei Wege geben kann. Das eine ist nämlich, dass man sagt, man nimmt Auslegungsdaten, das heißt Konstruktionsdaten, berechnete Daten, um zu dokumentieren, wie die Maschine sich verhalten sollte. Oder wenn man diese Berechnung nicht selber durchführen kann, weil man zum Beispiel ein Zukaufprodukt hat, was man in den Verkehr bringt, oder weil man selber an wesentliche Informationen fehlen, besteht die alternativ die Möglichkeit natürlich auch, diese Informationen oder diese Daten vor Ort empirisch zu ermitteln, indem man die entsprechenden Tests macht, Testergebnisse aufzeichnet und das Ganze entsprechend dokumentiert. Was wichtig ist, dass neben den Wegen und Beschleunigungen insbesondere auch die Ansprechzeiten der elektrischen und mechanischen Systeme kombiniert betrachtet werden müssen oder sollen. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, wenn ich sage, eine Steuerung hat eine Zyklungszeit von beispielsweise 10 Millisekunden, dass ich sage, die Reaktion auf den unsicheren Zustand geschieht innerhalb von 10 Millisekunden, sondern ich muss dann tatsächlich betrachten den kompletten Weg vom Sensor, der das Signal an die Steuerung übermittelt. Die Auswertung dieser Informationen in der Steuerung, eventuell Synchronisationsausgleich im gesamten Steuerungsnetzwerk und dann den Aktor, der zum Beispiel eine Bremse schließt und die Einfallzeit der Bremse insgesamt. Und um einen Schritt zurückzugehen, was ist eigentlich eine Sicherheitsfunktion? Hier sind viele Leute, die ich kenne, haben sich mit dem Thema schon umfassend beschäftigt, wissen natürlich, eine Sicherheitsfunktion ist eigentlich eine Funktion, die zum Erreichen oder Erhalten eines sicheren Zustands an der Maschine eingebaut wurde. Was bedeutet das genau? Es gibt in der europäischen Norm im Anhang C vorgeschlagene Sicherheitsfunktionen, die eine Maschine von einem bestimmten Typ üblicherweise implementieren muss oder müsste oder sollte. Anhang B definiert die sogenannten Anwenderklassen für eine Maschine, diejenigen, die mit der Norm noch nicht so häufig gearbeitet haben. Es gibt da eben in der Obermaschinerie die Kategorien UC1 bis UC6. Im Wesentlichen unterscheiden sie sich darin, was tue ich mit der Maschine. Also UC1-Maschine wäre eine Maschine, die ich hauptsächlich benutze, ohne dass Personen im Gefahrenbereich sind.
Eine UC3-Maschine ist eine Maschine für szenische Anwendungen, das heißt, was wir typischerweise auf der Theaterbühne kennen, wo ich eben nicht ausschließen kann, dass sich Personen während der Fahrt im Gefahrenbereich befinden. Und eine UC5-Maschine wäre eine Maschine, die gemacht ist, um Personen aktiv zu bewegen. Also ein Flugwerk, das Pendant dazu natürlich auch in der Untermaschinerie, ein Podium, ein Orchesterpodium, mit dem auch Musiker verfahren werden können oder halt ein typisches Bühnenpodium, mit dem Auftritte auch stattfinden können. Unterscheidung zwischen den UC1 und UC2, zwischen ungeraden und geraden Klassen, ist typischerweise, dass der UC1 immer eine statisch deterministische Last betrachtet, also ein Einzelpunkt, oft im typischen Fall eine einzelne Linie, die fährt, und die UC2, 4 und 6 Anwendungsfälle betrachten, wo mehrere Maschinen gleichzeitig eine Last bewegen und insofern auch erhöhte Synchronisationsanforderungen notwendig sind. Man sieht in dieser Tabelle eben, dass zum Beispiel für eine Maschine UC4, einen typischen Prospektzug auf der Bühne, verschiedene Sicherheitsfunktionen empfohlen werden. HR steht hier aus dem Englischen, highly recommended, das heißt, üblicherweise müssten die implementiert sein. Oder andersrum gesagt, man braucht sehr gute Argumente, warum man sie nicht implementieren will. Es gibt auch andere Sicherheitsfunktionen, wie recommended sind, wo man sagt, okay, die sind jetzt für den Anwendungsfall nicht unbedingt erforderlich, aber es macht trotzdem Sinn, sie zu implementieren. Wir haben uns jetzt für unseren Weg durch die Erstellung oder Berechnung dieser Informationen in der Endbenutzer-Doku ein Projekt ausgesucht, eine Maschine und eine Sicherheitsfunktion. Die Sicherheitsfunktion, die wir einmal exemplarisch durchgehen wollen, ist der Schutz gegen unsachgemäßes Aufwickeln, wie es im Normenkontext heißt, ein Überwickelschutz. Und die Winde, an der wir das Ganze durchexerzieren, ist eine Winde aus dem aktuellen Projekt, was wir fertiggestellt haben in diesem Jahr. Prospektzug aus dem Festspielhausen St. Pölten, Prospektzug, der typischerweise eine Anwendungsklasse UC4 fallen würde. Die Sicherheitsfunktion, habe ich wie gesagt, ist der Schutz gegen unsachgemäßes Aufwickeln oder bei uns im CAD-System ist das dokumentiert oder benannt unter als Sicherheitsfunktion ESWM, sichere Wickelüberwachung. An der Stelle übergebe ich dann an den Fabian, der ein bisschen mehr zum Thema Risikoanalyse sagt und wie wir von der Risikoanalyse zur Sicherheitsanforderung kommen. Dankeschön, Oliver. Wie gesagt, wir starten grundsätzlich mit dem ersten Schritt hin zur Entwicklung von eben dieser Anhang-D-Tabelle. Das ist die Risikoanalyse. Ganz kurz, was ist Risikoanalyse grundsätzlich? Die Risikoanalyse beschreibt das Auseinandersetzen mit gefährlichen Situationen Gefährdungen eben auf die menschliche Gesundheit mit unseren Maschinen, mit den Maschinen, die wir in Verkehr bringen. Ich würde das grundsätzlich ein bisschen unterteilen, die Risikoanalyse an sich, an die Identifizierung von Gefahrensituationen, an das Herausfinden, was kann passieren tatsächlich, und an die anschließende Bewertung, wo das Risiko bewertet wird, mit welchem diese gefährlichen Situationen eintreten können. Zu Beginn, wozu Risikoanalyse, ich habe das aufgesplittet in drei Teile. Der erste große Teil ist in der Designphase, also Risikoanalyse. Viele von Ihnen, die Risikoanalyse kennen oder schon mal gesehen haben, haben wahrscheinlich irgendein Excel-File vor Augen, wo die Risikobewertung stattfindet. Tatsächlich hat die Risikoanalyse aber einen viel höheren Stellenwert, vor allem eben diese Identifizierung von Gefahrensituationen. Es beginnt schon im Basic Design, wo immer wieder Risikoanalysen durchgeführt werden, beziehungsweise die Risikoanalyse die ganze Designphase begleitet, weil natürlich wir versuchen, möglichst sichere Maschinen zu bauen, weil hohe Qualität geht natürlich immer mit Sicherheit einher. Wir können uns dahin weiterentwickeln und wir wollen schon im Basic Design, im Aufbau unserer Maschinen schon festlegen, dass eben ja, so wenig wie möglich passieren kann, beziehungsweise dass wir uns darauf konzentrieren, unsere Maschinen sicher zu bauen. Die Risikoanalyse ist nicht gezwungenermaßen immer an einer Stelle zentralisiert. Natürlich wird es dann irgendwann zusammengefasst und die Bewertung wird dann von einer Person durchgeführt. Grundsätzlich ist Risikoanalyse vor allem, ich muss wieder erwähnen, die Identifizierung von den Gefahrensituationen ein großes Thema, wo es viel um Teamwork geht, weil natürlich jeder Designer, jeder Konstrukteur mit dem fallen Sachen auf, der bemerkt Dinge. Deswegen ist das große Thema, dass das eben nicht an einem bestimmten Punkt durchgezogen wird, sondern das entwickelt sich den ganzen Designprozess durch. Und
er entwickelt sich weiter und trägt da stark zum Design der jeweiligen Maschinen dann im besten Fall bei. Das zweite Thema ist das, worum es heute geht, eigentlich primär, das ist der Anhang D. Also wir bewerten die Risiken, nach der Identifizierung werden die Risiken bewertet. Da kommen dann Anforderungen raus, die wir dann eben in Risiken, in denen das zutrifft, weil man muss von Anfang an sagen, es ist ja nicht jedes Risiko mit Sicherheitsfunktionen erschlagbar. Manche Sachen haben wir, können wir mechanisch lösen, können wir auf die Risiken mechanisch eingehen. Da ist das dann nicht so ein Thema, aber in manchen Risiken natürlich, manchen Gefahrensituationen werden dann gelöst eben von der Steuerung anhand von Sicherheitsfunktionen. Da liefern wir quasi die Anforderungen, die dann im nächsten Schritt in der Sicherheitsberechnung nachgewiesen und dokumentiert werden müssen. Und der dritte Punkt ist die CE-Kennzeichnung. Also wir sind für Maschinen, die wir in Verkehr bringen, verpflichtet, Risikoanalysen abzuschließen, um eben dieses CE zertifizieren zu können, neben eben einer normkonformen Herstellung. Auch diese Risikoanalyse muss stattfinden, dass wir die CE-Kennzeichnung quasi ja, einfach anbringen dürfen, was uns nicht erspart bleibt. Dann möchte ich kurz auf den Ablauf von dem ganzen Risikoanalysenprozess eingehen. Wie gesagt, grundsätzlich, der erste Punkt ist immer, es muss festgelegt, was hat die Maschine zu tun. Ein ganz großer Punkt ist sind diese Einsatzfälle, diese Use Cases. Eben in unserer, bei der Prospektwinde ist das in unserem Fall jetzt UC4, bedeutet, es befinden sich Personen im Gefahrenbereich, also unter der Last, und es kann eben für Gruppenfahrten verwendet werden, das heißt, es gibt Lastteilung, somit eben dieser Use Case 4. Da werden halt Dinge festgelegt, wie wer befindet sich unter dieser Last, weil es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich über der Öffentlichkeit, über Zuschauern zum Beispiel mich bewege oder über Schauspielern, die über Risiken aufgeklärt sind. Solche Dinge werden im ersten Schritt einfach abgeklärt, um zu wissen, wie kann ich das Ganze herangehen, um den nächsten Schritt, die Identifizierung von der Gefahr überhaupt ja, durchführen zu können, weil, wie gesagt, der Einsatz halt natürlich maßgebend für das ist. Es ist auch zu erwähnen, dass bestimmungsgemäße Verwendung festgelegt wird, weil wir können natürlich nur Gefahren analysieren, wenn die Maschinen so verwendet werden, für das sie gebaut sind. Das findet sich dann eben in der Risikoanalyse, weitergehend dann in der Betriebsanleitung wieder, wozu das Ding eigentlich gemacht ist und wie es auch verwendet werden muss. Auf das nächste Thema bin ich eigentlich schon recht breit eingegangen, das ist die Identifizierung der Gefahr. Wie gesagt, das ist, es gibt ein Sammelbecken von allen Leuten, die an so einer Entwicklung mitarbeiten. Jeder sieht da was. Es wird, wie gesagt, im Basic Design schon werden die ersten Dinge besprochen, werden Sachen besprochen. Wir haben das so geplant, funktioniert das? Also funktionieren, anderes Thema, aber ist das sicher genug? Können wir das so umsetzen? Können wir das ruhigen Gewissens vor allem so umsetzen? Ohne dass wir noch auf Probleme stoßen, wo wir dann eine große Adaptierung treffen müssen. Das ist nämlich das große Problem, wenn das hinterher erledigt wird. Deshalb muss das von Anfang an wirklich mit eingegliedert sein und muss sich durch den ganzen Designprozess einfach durchziehen. Das dritte ist die Gefahrenabschätzung. Da geht es darum, wenn ich dann eine Gefahr identifiziert habe, festzulegen, was kann eigentlich passieren, wenn diese gefährliche Situation eintritt. Große Unterschiede, also um da Spanne aufzuzeigen. Das eine ist irgendeine Kante, wo die Kante in der Herstellung nicht ordentlich gebrochen wurde. Ich schneide mich, ich habe einen Ritzer, vielleicht eine kleine Schnittverletzung. Und das andere Extrem sind eben tödliche Quetschverletzungen oder andere Verletzungen, die eben im Tod enden können. So, das nächste ist dann die Risikobewertung. Da wird quasi bewertet, wie hoch das Risiko ist, dass diese gefährliche Situation, die wir vorher identifiziert haben und auch abgeschätzt haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eintritt, wie oft wird diese Gefahr auftreten können und inwiefern kann sie vorher vermieden werden. Das sind eben, wie jetzt eh schon angesprochen, in vier Parameter wird es bewertet, in der Schwere, wenn die Gefahr eintritt, in der Frequenz, in der sie auftritt, in der Wahrscheinlichkeit, in der diese Gefahr eintreten kann. Das ist immer ein bisschen Abwägungssache natürlich, geht viel um Erfahrungswerte, um das eben einschätzen zu können. Und das Letzte ist es möglich, die Gefahr im Vorhinein abzuschließen? Da würde ich als Beispiel jetzt erwähnen, wenn ich sicherstellen kann, dass zum Beispiel der Zugang zu einer Winde während dem Betrieb absolut ausgeschlossen ist, dann kann ich das in dem Fall verhindern, dass man sie da einzwickt oder dass man da eingezogen wird oder solche Dinge. Nur als Beispiel.
Dann kommt die Risikominderung. Natürlich, das Ganze soll ja einen Sinn machen, dass wir die Risiken aufarbeiten. Es wird darauf eingegangen, auf die einzelnen Risiken. Wie behandeln wir die? Wie gehen wir damit um? Und anschließend wird dann nochmal bewertet und das sollte dann oder muss rauskommen, dass das Risiko eben auf ein akzeptables Niveau gesenkt werden kann. Worum es heute geht, eben in diesem Anhang D, aus dieser Risikobewertung, wie ich schon vorher angesprochen habe, kommen die Anforderungen heraus, die wir dann an unsere Sicherheitsfunktionen stellen können. Ich habe in der nächsten Slide, werde ich noch genauer darauf eingehen, wie so eine Bewertung stattfindet. Ich habe einen Auszug mitgebracht von eben genau dieser Risikoanalyse, die wir durchgeführt haben für den Prospektzug in St. Pölten. Ganz kurz die vier Kriterien, die ich schon angesprochen habe, Severity of Injury, was passiert, wenn das tatsächlich eintrifft, in dem Fall Überwickelungsschutz, im schlimmsten Fall gibt es dann durch die unsachgemäße Wickelung einen Seilbruch, die Last stürzt ab, natürlich extrem hohes Risiko für alle Leute, die sich darunter befinden, deshalb die höchste Einschätzung mit der Nummer 4, eben Tod oder Losing an Eye or Arm, das ist eben die Definition von diesem Niveau 4, dann die Frequenz, da wird eingeschätzt, wie oft tritt diese Gefahr auf und das wird in zwei Parametern gemessen, Nummer 1, quasi wie oft wird diese Maschine aufgedreht in einer Frequenz, in dem Fall haben wir gesagt, die Einschätzung so getroffen, weil es wird jetzt nicht mehrere Mal in einer Stunde vielleicht passieren, aber auf jeden Fall mehr, also auf jeden Fall täglich und wenn es stattfindet, dann bestätigt es war mehr als 15 Minuten. Das ist dann eben diese Frequenz 2. Dann ist es möglich, dass das eintritt. Die Betrachtung ist immer ohne unsere Sicherheitsfunktionen. Natürlich, es ist möglich und ich kann es auch nicht ganz verhindern, dass, also ich kann den Bereich nicht sicherheitsgemäß absperren, dass es eben zu dieser gefährlichen Situation kommen kann. Wir sehen, wir haben einen relativ hohen Risikograd hier bei diesem Risiko, 32, das Risiko ist in dem Fall nicht akzeptabel, das heißt, wir müssen was daran ändern. Beim Überwickelungsschutz ist natürlich der größte Part dieser Überwickelungsschutz, der eben mit der Sicherheitsfunktion dann gewährleistet wird. Wir sehen ganz unten, das Sicherheitslevel, das minimal erfüllt werden muss, ist SIL 3 und mit der Anforderung wird dann reingegangen in die Sicherheitskettenberechnung und damit darf ich an meinen Kollegen Steve weitergeben, der weiter auf die Sicherheitsberechnung eingehen wird. Bitte schön. Okay, also wir sind jetzt zu dem Wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir haben die verschiedenen Risikoanalysen gemacht, die verschiedenen Szenarien identifiziert und jetzt müssen wir natürlich die verschiedenen Sicherheitsfunktionen beschreiben und bewerten, sodass wir sind sicher mit den Komponenten, die wir nehmen, mit der Architektur, die wir umsetzen vor Ort, elektrische, mechanische und so weiter, wir erfüllen die richtigen Zielniveau. Also, der erste Schritt während dieser Designphase ist, dass wir machen eine Safety Requirement Specification. Grundsätzlich, wir gucken die ganzen Szenarien, die ganze Risikoanalyse und wir können dann determinieren, dass pro Sicherheitsfunktionen wir müssen SIL 3 oder SIL 2 oder SIL 1 erreichen. Dann, für jede Sicherheitsfunktion, müssen wir eine Beschreibung der Funktion machen. Was macht die Sicherheitsfunktion? Wenn es gibt eine gefährliche Situation, dann natürlich es gibt andere Elemente, wie welche Diagnose wir machen, zum Beispiel welche Tests von den verschiedenen Komponenten oder die verschiedenen Sensoren wir müssen erfüllen. Betriebsarten, das bedeutet, ist meine Sicherheitsfunktion aktiv in dem Normalfahrtmodus oder ist diese Sicherheitsfunktion aktiv während Normalfahrtmodus, während Wartungsmodus und so weiter. Dann es gibt natürlich in einer Anlage verschiedene Sicherheitsfunktionen und wir müssen definieren auch eine Priorität. Was passiert zum Beispiel, wenn wir haben verschiedene Sicherheitsfunktionen, die sind gleichzeitig aktiviert und natürlich die Fehlerreaktion und Reaktionszeit. Um die Berechnung zu machen, grundsätzlich wir haben als Basis vier Schlüsselelemente.
Wir sehen das am links. Grundsätzlich, es gibt diese Architektur, also das bedeutet, wie ist die Umsetzung elektrische oder mechanische? Gibt es zum Beispiel zwei Sensoren, um diese gefährliche Situation zu überwachen? Dann es gibt den Achsrechner, also den Steuerung, der Kontrollsystem, der macht die verschiedenen Sicherheitsfunktionen. Es gibt natürlich die Komponente, welche Komponente wir nehmen. Und auch ein wichtiger Aspekt ist auch der Binnenmaschinerie-Nutzung, die Häufigkeit, Entschuldigung, das wir müssen nehmen in unsere Berechnungen. Dann mit der verschiedenen Architektur und der Steuerung, wir machen ein Blockdiagramm. Grundsätzlich, das ist, wir machen eine Modellisierung, sodass wir können bewerten die verschiedenen Aspekte von der ganzen Sicherheitskette. Und es gibt auch dann Daten von Komponenten, von dieser Häufigkeit, dass wir nehmen, sodass wir können die Berechnung machen. Grundsätzlich, um ein Zielniveau zu begründen, wir müssen das begründen über Kalkulation von Ausfallraten und auch über die Architektur, weil das kann sein, zum Beispiel wir nehmen sehr gute Komponenten, die haben sehr gute Ausfallrate, aber die Architektur ist nicht relevant für diese Sicherheitsfunktion. Zum Beispiel wir können eine Zieldrehgeber nehmen für die Positionierung, aber wenn wir machen nicht die richtige Diagnose, Test und Überwachung, dann wir können keine Sicherheitsfunktionen mit Ziel 3 erreichen, wenn das ist die Safe Position zum Beispiel. Also mit dem Beispiel von der Überwicklung, wir haben grundsätzlich dieses Konzept, also wir haben unsere Trommel mit einer Kontaktbleche, der ist ein Sensor, dann wir haben diese Bleche, der ist verbunden mit unserem Achsrechner, also das ist dieser elektrische Teil da. Und wir haben, also das ist diese Überwicklungsdetektion. Dann wir haben auch in dieser Modellisierung genommen den Motor, die Bremse, Umrichter und auch die Geber. Warum? Weil, wenn wir machen die Beschreibung von unserer Funktion, wir sagen, wenn es gibt eine Überwicklungssituation, wir machen eine Notstopprampe, der ist gesteuert von dem Achsrechner, also er schickt eine Notstopprampe zu dem Umrichter und wir machen diese Safe Stop 2 da. Und wenn etwas schief geht, zum Beispiel während dieser Notstopprampe, dann wir machen die ganze Abschaltung von dem Motor und die Bremse. Das bedeutet, wenn wir bewerten diese Sicherheitsfunktion für die Überwicklung, wir müssen nehmen diese Überwicklungssensor, also diese Kontaktbleche, aber wir müssen auch nehmen die Bremse und die Geber. Dann wir geben zu diesem Punkt, wo wir haben grundsätzlich 4 Subsysteme, also diese Sensor für die Überwicklung, dann den Achsrechner für die Steuerung, den Geber, so dann der System weiß, welche Notstopprampe er macht, und dann diese vierte Subsystem, wenn es gibt etwas während dieser Notstopprampe, wir schließen die Bremse und wir machen die Abschaltung von dem Motor. Dann, wenn wir haben das definiert, müssen wir natürlich nehmen die verschiedenen Komponenten. Das bedeutet, pro Komponente, es gibt immer Sicherheitsdaten, abhängig von den verschiedenen Komponenten, das ist verschiedenen Sicherheitstyp. Ich würde sagen, zum Beispiel B10, B10D, MTTF und so weiter. Und mit dieser Komponente kommt auch ein Sicherheitshandbuch, der sagt, was wir müssen erfüllen, wie wir müssen die Schnittstelle machen und so weiter. Zum Beispiel ein Beispiel mit einem SIL3-Zertifikat von unserem Achsrechner, wo wir haben die verschiedenen Sicherheitswerte, also die verschiedenen Ausfallrate, diese Diagnose und so weiter. Und wir müssen auch bewerten die Maschinerienutzung. Das bedeutet, wie viel Aktivierung pro Jahr, also wie viele Bewegungen pro Jahr zum Beispiel macht diese ganze Maschinerie. Zum Beispiel,
weil die Berechnung ist unterschiedlich, wenn die Maschinerie macht 1000 Bewegungen pro Jahr oder 10.000. Dann, wir gehen zu unserem Blockdiagramm, wir hatten mit unseren vier Subsystemen und dann wir machen noch eine andere Modellisierung, wo wir detaillieren alle die Komponenten, die sind benutzt in unserer Anlage, also alles, was ist elektrisch, mechanisch, elektronisch und so weiter. Abhängig von der ganzen Architektur haben wir zwei Sensoren, haben wir ein Sensoren, haben wir zwei Kanäle oder so. Gemäß diesen Normen, diese IEC 61508, es gibt verschiedene Formeln, die sind gegeben. Und mit den verschiedenen Sicherheitsdaten, die wir haben bekommen, Diagnose Coverage, Ausfallraten und so weiter, wir machen eine ganze Berechnung von jedem Subsystem. Und dann, das macht ein Ergebnis pro Subsystem, wo wir haben eine Nummer, zum Beispiel da. Und wir benutzen dann wieder unsere Modellierung zu bewerten mit dieser numerischen Kalkulation diese Gesamtsicherheitsfunktion. Also wir nehmen jedes kleine Subsystem, wir machen die ganze Berechnung und am Ende wir haben eine Nummer und mit dieser Nummer, wir gucken die Tabelle von den anderen Normen, dem 61508 und abhängig von welcher Nummer wir haben, wir können sagen, dass mit der Berechnung wir erreichen Ziel 3 oder Ziel 2 oder Ziel 1. Aber das ist nur der erste Schritt von der Gesamtbegründung. Es gibt einen zweiten Schritt, das ist die Justifizierung durch die Architektur. Grundsätzlich, das ist wo kommt die verschiedenen Architektur. Wenn wir haben zum Beispiel eine gute Ausfallrate, aber wenn wir haben zum Beispiel nur einen Kanal, das kann sein, dass wir erreichen nicht den Ziel 3. Also von das, es gibt eine Normen mit dieser Tabelle 6, also den 62.061. Und diese Tabelle sagt zu uns, dass abhängig von dieser Hardware-Fault-Toleranz, grundsätzlich, das ist abhängig von den Komponenten, von den Kanälen, wir haben, wenn wir haben zwei Sensoren oder nur ein Sensor zum Beispiel, und auch den sicheren Ausfälle, grundsätzlich, das ist, wie unser System kann erkennen die gefährlichen Fehler. Und abhängig von den zwei Resultaten, die wir haben, wir gucken in diese Tabelle und dann können wir sagen, über die Architektur, wir können maximal zum Beispiel Ziel 3 oder Ziel 2 erreichen. Das bedeutet, am Ende, wir gucken die zwei Begründungen, also die Kalkulation da und dann noch am rechts diese ganze Architektur. Und mit dieser Bewertung, wir können dann sagen, wenn wir erreichen Ziel 3 oder Ziel 2 oder Ziel 1. Und dann, weil das ist während dieser Designprozess, wir können validieren die verschiedenen Komponenten, Architektur und so weiter und wir können weitermachen. Ich hoffe, mein Deutsch war verständlich, weil natürlich, das ist nicht meine Muttersprache. Aber ja, danke. So, jetzt kommt es zur endgültigen Tabelle, wie sie in der Norm drinnen ist. Hier sind jetzt die Daten zusammengestellt, die wirklich sozusagen für die Praxis interessant sind. Bisher haben wir uns mit den ersten zwei Punkten beschäftigt. Das heißt, wie kommt es zu dem Ziel 3? Das heißt, wie kommt es dazu und wie wird da nachgewiesen, dass die Steuerung auch wirklich diesen Ziel 3 erfüllt. Interessant sind dann die Verzögerungswerte, das heißt, wenn also wirklich ein unsachgemäßes Aufwickeln passiert an der Winde, dann ist eine Stoppkategorie 1, die ausgelöst wird, mit einer Verzögerung von 8 Meter pro Sekundenquadrat.
Diese 8 Meter pro Sekundenquadrat, die werden im Vorhinein festgelegt und dann im Zuge der Inbetriebnahme auch überprüft, ob die Steuerung auch wirklich in der Lage, also die ganze Anlage auch wirklich in der Lage ist, diese 8 Meter pro Sekundenquadrat abzubremsen. Die sind unabhängig von der Last immer gleich. Das heißt, also egal ob da jetzt der Zug leer fährt oder voll beladen ist, wird die Anlage mit 8 Meter pro Sekundenquadrat abgebremst. Die Reaktionszeit ergibt sich aus Einzelkomponenten. Da sind im Wesentlichen dabei eine Bufferzeit, um Fehlinformationen sozusagen abzufangen. Und dann die Reaktionszeit, die Verarbeitungszeit der Steuerung. Das heißt, einige Taktzyklen, ich weiß nicht, 2 oder so, oder 3, die da notwendig sind, um dann auch wirklich diesen Stopp auszulösen. Ja, und in Summe ergibt sich dann ein Fahrweg, ein Anhalteweg von 224 mm. Ja, hier ist es aufgezeichnet, hier habe ich links die Geschwindigkeit im Zeitablauf aufgezeichnet, in der Mitte ist das Überwickelereignis eingezeichnet, dann kommt die Reaktionszeit und dann die Verzögerung mit einer konstanten 8 Meter pro Sekundenquadrat. Die Formel für den Anhalteweg ist nichts Schwieriges, das ist eine Standardformel, das heißt also nichts Kompliziertes dahinter. Dieser Ablauf geschieht im Prinzip für alle diese Sicherheitsfunktionen, die in dieser Tabelle von der EN 17206 aufgelistet sind. Dort ist immer ein Kategorie 1 oder Kategorie 2 Stopp vorgesehen, im Prinzip, und dabei ist immer dieser Ablauf gleich. Die Verzögerungswerte sind manchmal ein bisschen anders, die Reaktionszeit ist anders, aber abgesehen davon ist das gleich. Nicht gleich ist es beim Kategorie 0 Stopp. Das ist ein ganz eigenes Kapitel, deswegen möchte ich das hier noch einmal kurz einmal durchgehen. Hier sind schon im Unterschied zu vorher schon 2 Verzögerungswerte angeführt. Die schnellste Verzögerung, die taucht dann auf, wenn man den Antrieb ohne Last fährt und die Sicherungseinrichtungen, wie es heißt, also das sind die Bremsen, wirklich das Maximum hergeben, was sie können. Das heißt, also wir haben ja immer eine Doppelbremse. Das heißt, wenn man beide Bremsen im Eingriff hat und noch dazu richtig mit dem Bremsmoment an der oberen Toleranzgrenze. Die langsamste Verzögerung ist jetzt das Gegenteil davon. Also da ist maximale Last drauf auf dem Zug und das geringstmögliche Bremsmoment aktiv. Man sieht schon, die Unterschiede sind richtig groß, also zwischen 4 und 24 Meter pro Sekundenquadrat können so die Werte liegen. Die Reaktionszeit hier ist eine Erwähnung wert, insofern als das jetzt wirklich nur mehr eine mechanische Größen sind, abgesehen davon vom Bremsgleichrichter, der hier damit mit 10 Millisekunden noch mitspielt, aber der Rest ist im Prinzip die Einfallzeit der Bremse. Ja, der Anhalteweg ist jetzt nicht ganz so krass unterschiedlich, 172 bis 391 mm. Wie kommt man darauf jetzt? Hier ist jetzt im Prinzip wieder das Geschwindigkeitszeitdiagramm aufgezeichnet. Hier sieht man jetzt schon während der Reaktionszeit gibt es eine zusätzliche Beschleunigung, die war vorher bei den Kategorie 1 und 2 Stopps nicht der Fall, weil bei denen ist der Umrichter, also die Steuerung noch voll aktiv. Hier nicht mehr. Hier ist das Motormoment weg und der ganze Antrieb beschleunigt nach unten. Nach der Reaktionszeit kommt die Verzögerungsphase. Hier sieht man jetzt daneben gleich die ganze Rechnung. Die ist eine Spur komplizierter, aber auch nichts wirklich Schwieriges. Die Rechnung hier für maximale Last angeführt. Die Verzögerung hier gibt es in von bis Werte, das heißt wieder vom minimalen Bremsmoment bis zum maximalen Bremsmoment.
und beim Anhalteweg genauso gleich. Also das minimale Bremsmoment würde hier eine Verzögerung von 4,35 Meter pro Sekundenquadrat ergeben und dann Anhalteweg dazu dann mit 391 mm. Bei minimaler Last sind die Werte jetzt natürlich ein bisschen anders. Da erreicht man dann mit dem maximalen Bremsmoment immerhin 15,5 Meter pro Sekundenquadrat und einen Anhalteweg von nur mehr 172 mm. 15,5 Meter pro Sekundenquadrat, die unterscheiden sich jetzt von den 24, die ich am Anfang aufgelistet habe. Das kommt hier jetzt noch einmal. Die Rechnung, die bisher jetzt da, dahinter steht, basiert auf einem System, wo alle beteiligten Elemente starr miteinander verbunden sind. Das heißt, also die Last ist starr mit dem Antrieb verbunden und macht exakt das Gleiche. Man sieht hier jetzt die Beschleunigung aufgezeichnet im Diagramm. Das heißt, nach dem Kategorie 0 Stoppereignis ist das Moment, Motormoment weg und der Antrieb beginnt sofort nach unten zu beschleunigen und die Beschleunigung ist konstant. Sobald dann die Bremsen greifen, kehrt sich das um und das Bremsmoment führt zu einer Verzögerung und die Verzögerung ist wieder konstant, so lange, bis der Antrieb zum Stillstand gekommen ist. Die Formeln dafür, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, also weder für die Beschleunigung noch für die Verzögerung, die sind im Prinzip gleich. Die muss man in Mechanikbüchern oder im Buch vom Herrn Professor Grösel nachlesen. Ich habe es deswegen nicht aufgeschrieben, weil sie einfach lange sind. Ja, da sind alle relevanten Größen der Anlage drinnen, Motorträgheitsmomente, Getriebeübersetzungen, Wirkungsgrade, Lasten. Also es ist einfach lang, aber es ist nicht schwierig, das Ganze. Ja, schwierig. Also ein Problem ist es deswegen jetzt, weil hier unter diesen Lasten ja sich das Seil dehnt. Das Seil dehnt sich, oder das Seil ist während der konstanten Bewegungsphase und ca. 27 mm gedehnt bei maximaler Last. Ich habe da mal ein Beispiel angenommen, ich glaube 20 Meter Seillänge oder so. Da kommen dann eben 27 mm Seildehnungen raus. Wenn dann das Motormoment plötzlich weg ist und der Antrieb nach unten zu beschleunigen beginnt, dann wirkt da weniger Last aufs Seil, weil die Trägheitskraft auf die Last sozusagen das Seil entlastet und die resultierende Seildehnung ist dann plötzlich 17 mm nur mehr. Und wenn dann die Bremsen richtig greifen und den Antrieb abbremsen, dann steigt die Seildehnung auf 50 mm. Die 38 hier, die wären bei minimalem Bremsmoment, die 50 bei maximalem Bremsmoment. Diese Seildehnung ist natürlich nicht sozusagen schlagartig sich ändern kann, führt dann dazu, dass die Last einfach anders reagiert, als dieser rechteckige Ablauf vorher da nahelegt. Das ist jetzt dasselbe Diagramm wie vorher, ein bisschen anderer Maßstab, ne? Also die rote Kurve ist genau das, was man vorher auch gesehen hat, die Beschleunigungen. Und die blaue Kurve ist jetzt das, was die Last tatsächlich macht. Das heißt, die reagiert verzögert, schießt nachher übers Ziel, sage ich, drüber. Wenn dann die Bremsen richtig greifen, passiert das Ganze dann in der Gegenrichtung und erreicht auch dort ein Maximum. Ja. Also hier sieht man diese rote Linie, das wäre also eine Bremsverzögerung von 9 Meter pro Sekundenquadrat gewesen. Und die Spitze hier liegt irgendwo bei 23 Meter pro Sekundenquadrat. Das gilt für Maximallast. Ja. Rechnen kann man das Ganze auch. Also das heißt, die blaue Kurve hier ist per Simulation errechnet. Simulation ist mühsam
Und das hängt von extrem vielen Details ab. Das Ergebnis kann sich immer wieder ändern. Es gibt allerdings die Möglichkeit, mit der Grandbau-Norm, die EN13001-2, zu arbeiten. Die hat das Ganze schon definiert, wie man damit arbeiten kann. Ich habe das hier eingezeichnet. Da gibt es jeweils diesen Faktor Phi5, das ist ein Dynamikfaktor, mit dem wird die Überhöhung dieser Beschleunigungen angegeben. Das heißt, also sowohl in der Beschleunigungsphase wird es um den Faktor Phi5 überhöht, und nachher in der Bremsphase genauso wieder. Und im Endeffekt kommt dann das, was da diese Formel raus, womit man diesen Spitzenwert errechnen kann. Für die maximale Last ergeben sich dann nach dieser Formel die Beschleunigungsspitzen zwischen 16 und 24 Meter pro Sekunden Quadrat, je nachdem, was man für diesen Faktor Phi5 einsetzt. In der Grandbau-Norm ist der mit 1,5 bis 2 definiert für jene Fälle, die für uns interessant sind. Also dort geht es, im Prinzip ist er, ich glaube, zwischen 1 und 3 festgelegt. In unserem Fall kommen aber nur 1,5 bis 2 in Frage. Für maximale Last ergibt sich also der kleinste Wert von, also der Spitzenwert ist das jetzt im Bremsfall, zwischen 16 und 24,8 Meter pro Sekunden Quadrat. Bei minimaler Last wären die Werte jetzt dann 24,2 bis 33,4 Meter pro Sekunden Quadrat. Die 24,2 sind jener Wert, den wir angegeben haben. Der passt jetzt natürlich nicht ganz zu dem Diagramm, weil in dem Diagramm erreicht man also tatsächlich den Maximalwert fast, wie der da mit die 33,4 ausgerechnet worden ist, also für den Faktor Phi5. Tatsächlich passt aber dieser 24,2 besser, weil ja das Bremsmoment sich langsam aufbaut. Das ist also hier da gezeichnet. Und dann sieht man also, dass dieser Spitzenwert tatsächlich nur in der Größenordnung bei den 24,2 Meter pro Sekunden Quadrat liegt. Das ist jetzt der Wert, den wir als Spitze angeben und mit dem man tatsächlich auch rechnen muss. Also wir haben Versuche durchgeführt, da sind Diplomarbeiten auch gelaufen und es zeigt sich, dass also wirklich diese Spitze auftritt und ja, dass man mit der einfach rechnen muss. Zwar nur im Kategorie 0 Stoppfall, aber so selten der auch ist, man kann den nicht ausschließen. Hier noch einmal die Werte zusammengefasst, die 24,2 wie beschrieben, 4,3 als Minimum und ja, Reaktionszeit, Anhaltewege. Gut. Vielen Dank an die Kollegen. Die Frage ist jetzt natürlich, was macht man mit diesen Informationen außer Vorbereitung für ein Elektrotechnik- oder Maschinenbaustudium? Der Anhang D ist ja eine Endbenutzertabelle am Ende des Tages. Das heißt, all diese ganzen Wege und Berechnungen, die wir hier vorgestellt haben, haben natürlich eine Komplexität, die aus Sicht der Normungsgruppe und deswegen auch dieser Anhang einen Endbenutzer, den Endanwender im Theater überfordern dürften oder einfach in vielen Fällen einfach nicht praktikabel sind, das durchzuführen. Der Endanwender ist ja im Prinzip der Rigger auf der Bühne, der seine Kulisse an die Latte hängen soll, der dafür die geeigneten Lasttragmittel auswählen will, die passenden Kettenschlaufen, Schäkel. Ist vielleicht genauso der technische Direktor, der eine Kulisse bestellt und dem Kulissenfertiger eine Information mitgeben muss, mit welchen Verzögerungen oder welchen Lasten diese Kulisse auskommen soll und so weiter. Das heißt, die Idee hinter dieser Tabelle ist tatsächlich, diesen sehr, sehr komplexen Berechnungsmethoden so weit runterzubrechen, dass am Ende des Tages der Benutzer eine Gesamtübersicht bekommt für die einzelne Maschine, wie wird denn diese Maschine bei den beschriebenen Fehlersituationen reagieren. Ich habe diese Tabelle jetzt einmal nochmal komplett dargestellt, zusammenfassend für diesen Prospektzug. Man sieht ja also die verschiedenen Fehlerkategorien, denn Kategorie 0 halt,
wie vom Florian eben beschrieben, Nothalt, Schutz gegen Positionsabweichungen, Schutz gegen Geschwindigkeitsabweichungen, Schutz gegen Verlust der Gruppensynchronität zum Beispiel ein wichtiger Faktor für einen Typ UC4-Anwendungsfall, wo man ja mehrere Maschinen synchron fahren muss, Schutz gegen Überlast und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende des Tages kommt aus dem Projekt eine Anwender-Doku heraus, die im Wesentlichen auf ungefähr zwei DIN A4-Seiten zusammengefasst diese technischen Parameter für den technischen Leiter im Haus, aber auch für denjenigen, der entscheiden soll, was hänge ich und wie hänge ich das an die Kulisse, mir die Informationen darüber gibt. Wenn man sich diese Tabelle anschaut und auch versucht, sie auszuwerten, sind genau eben diese Informationen relevant, die wir jetzt hier nochmal herausgestellt haben. Das eine ist die Frage, was ist denn so die seltene maximale Belastung für Personen- oder Kulissenteile? Und an der Stelle nochmal ganz klar auch sagen, wir haben jetzt hier einen UC4-Zug, der ist nicht für Personentransport vorgesehen. Wir haben aber auch regelmäßig natürlich in Theatern Maschinen eingebaut, wo wir sagen, das ist eher ein UC5 oder UC6, das heißt Personentransport, Fliegen von einem Schauspieler soll auch mal möglich sein. Das heißt, diese Beschleunigungswerte, die wir hier angegeben haben, gelten dann auch für den menschlichen Körper, der damit befestigt ist und haben natürlich eine ganz andere Relevanz nochmal. Also dieser Kategorien-Null-Halt hat, wie wir gesehen haben, erheblich größere Beschleunigungen, die auftreten im System. Ich glaube, wir sind ungefähr beim 3,5-fachen der Nennbelastung der Maschine in den Worst-Case-Szenarien, die wir ausgerechnet haben. Tritt aber in der Praxis tatsächlich relativ selten aus, weil, was wir nämlich auch sehen auf der anderen Seite, die überwiegende Anzahl der Sicherheitsfunktionen, die wir in den Steuerungssystemen implementiert haben, haben genau eine Stoppkategorie 0 oder eben keine Stoppkategorie 0, das heißt Stopp über Bremse der momentenlosen Maschine, sondern im jeweiligen Fall eine Kategorie 1 Stopp, Bremsen mit Rampe. Oder halt ein Kategorie 2 Stopp. Der Unterschied zwischen Kategorie 1 und 2, um das nochmal zu erwähnen, ist eben, dass bei Kategorie 1 Stopp geregelt gehalten wird und anschließend der Motor abgeschaltet wird und die Bremsen geschlossen. Beim Kategorie 2 Stopp ist der Fall, dass geregelt angehalten wird und danach der Motor aber betriebsbereit bleibt. Solche Fehlerkategorien hat man relativ häufig bei Szenarien wie Überlast zum Beispiel, wo man die Last auch gerne wieder sofort absetzen können muss. Oder natürlich auch beim Schutz vor Einquetschen, Scherkantenabsicherung, wo es darauf ankommt, dass wenn die Fehlersicherung anschlägt, man natürlich schnellstmöglich wieder reversieren kann und die Person oder den Gegenstand, der eingequetscht ist, auch aus der Gefahrenzone herauszubringen. Das heißt also, wenn ich mir meine Dokumentation für die Maschine anschaue und überlege, was kann ich da dranhängen, sicherlich zu beachten, diese ganzen Sicherheitsfunktionen, die implementiert sind, sind die überwiegend Kategorie 1 oder Kategorie 2 oder habe ich es mit einer Anlage zu tun, wo sehr, sehr viele Sicherheitsfunktionen in Kategorie 0 ausgeführt sind, muss dann für mich selber immer noch bewerten, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Kategorie 0 Stopp eintreten kann. Kategorie 0 Stopp ist bei uns in den meisten Systemen typischerweise dann nur relevant, falls ein Umrichter kaputt geht während der Fahrt oder wenn Spannungsausfall haben. Beide Szenarien sind sehr, sehr unwahrscheinlich im Verhältnis zu sonstigen Sicherheitsfunktionen, die im betrieblichen Alltag auftreten können, wie zum Beispiel ein Schlafseil oder ein Überlast. Das ist ja was relativ häufig oder relativ häufiger auftreten könnte. Und was man sich natürlich auch noch anschauen sollte, ist, okay, ist es überhaupt zulässig mit den Maschinen, die ich hier habe, die so dokumentiert sind, mit Personen im Gefahrenbereich zu fahren? Wenn ich also Sicherheitsfunktionen hier aufgelistet hätte, wo drin steht, ja, ich brauche die eigentlich nicht oder ich erreiche nur ein relativ niedriges Sicherheitsniveau und nach meinem Empfinden deckt sich dieses Sicherheitsniveau nicht mit der Anforderung, die wir haben, um Personen im Gefahrenbereich sich aufhalten zu lassen, dann muss ich mir halt überlegen, welche alternativen organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen ich treffen kann, indem ich zum Beispiel dann auch während der Vorstellung den Fahrbereich absperre oder die Personen halt sonst wie sichern kann. Der Anhang D insgesamt hat also als Ziel oder beschreibt am Ende des Tages nicht nur, welche Sicherheitsfunktion für jede Maschine der Anlage implementiert ist, sondern beschreibt am Ende des Tages auch klar und transparent für den Benutzer nachvollziehbar, mit welcher Qualität diese Sicherheitsfunktionen ausgeführt sind und welche Auswirkungen diese Sicherheitsfunktionen auf den Bühnenalltag haben werden. Damit sind wir am Ende unseres Vortrags in die Tiefe und in der Zusammenfassung. Wenn noch Fragen sind, stehen wir gerne zur Verfügung, Moses. Ja, eine Sache, die wir
Ja, jetzt. Wir haben mal ein Projekt zusammen gemacht, was du dich erinnern kannst. Da hatten wir eine Situation, die war total verrückt, das nachzuvollziehen. Da ging es darum, dass auf einmal hohe Werte auftraten, die viel höher waren als das, was man erwartet hatte. Und da war zum Beispiel eine Situation, die man nur vor Ort eigentlich messen konnte. Und da ging das Grid war relativ weich. Das hat sich in der Bremsphase sozusagen nach unten bewegt. Dann standen aber schon die Winden, die Bremsen waren zu, das Übelste, was passieren kann. Und dann hat sich das Grid entspannt. Und dann kam der Knall in die ganze Anlage rein. Und das waren Werte, die noch weit höher waren, als man quasi aus dieser starren Situation errechnet hatte. Ne? Deswegen ist dieses Ermitteln vor Ort super wichtig. Genau. Also da hat sich auch tatsächlich in der Normenentwurfsdiskussion haben wir sehr, sehr viel Zeit damit verbracht und auch diskutiert, ob eine Berechnung oder eine reine Simulation vor Ort zulässig ist oder ob es tatsächlich auch sinnvoll ist oder zwangsweise sogar sein soll, dass man vor Ort diese Sachen dann auch mal evaluiert. Wir haben uns am Ende des Tages, wie der Florian auch schon gesagt, dafür entschieden, wir simulieren das Ganze, berechnen das Ganze und machen wenigstens stichprobenweise dann aber auch Verifikationen vor Ort, um einfach nochmal nachzuvollziehen, sind denn diese ermittelten Werte in der Praxis tatsächlich auch relevant. Aber was wir natürlich vermeiden wollen, ist, dass wir einen Wert da reinschreiben und sich der technische Leiter verlässt beim Kulissenbau und das Ding dann doch runterfällt, weil der irgendwas Unvorhergesehenes oder nicht Planbares tatsächlich dann eingetroffen ist. Ja. Gut, dann vielen Dank. Das Ganze ist noch aufgezeichnet. Es gab ein paar Nachfragen aus dem internationalen Kontext. Wir versuchen das Ganze nochmal bereitzustellen für diejenigen, die es nachhören wollen. Das ist ja doch etwas technisch intensivere Materie. Ich glaube, wir werden das dann auf LinkedIn oder sowas zur Verfügung stellen, wenn wir einen Download-Link haben, wo man das Ganze dann nochmal hören kann. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag noch.